Die Freie Wähler Landtagsfraktion hat sich zu ihrer Herbstklausur in Kempten getroffen. 3 Tage lang haben die Abgeordneten um Fraktionschef Hubert Aiwanger über die aktuelle politische Lage sowie regionale Themen aus dem Allgäu beraten. Zu Beginn der Klausurtagung stand der Besuch des Allgäuer Überlandwerks auf dem Programm. Für die Freien Wähler sind Stadtwerke ein wichtiger Partner bei der Bewältigung der Energiewende in Bayern. Wir haben heute 2 hochmoderne Wasserkraftwerke gesehen, die einmal fischverträglich, die einmal innovativ auch in Architektur mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet wurden. Ich glaube, die bayerische Staatsregierung hat sowohl mit der 10H-Regel der Energiewende einen Bärendienst erwiesen, als wie auch keine Fortschritte hinsichtlich der Erdüchtigung von Wasserkraft. Wir haben 750 Querbauwerke in Bayern, die erdüchtigt werden können. Wir haben keine Innovationen mehr in der Energiewende. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel. Die Bürger sind deutlich weiter als die Staatsregierung. Wir aber Freie Wähler setzen auf Energiewende in Bürgerhand mit den Kommunalwerken. Dann wird Energiewende gelingen. Die beiden Wasserkraftwerke in Kempten zeigten, dass ein Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie möglich ist. Sie seien auch ein Beleg dafür, dass die Wasserkraft in Bayern noch weiter ausgebaut werden müsse. Das ist laut Glauber aber nur möglich, wenn die bayerische Staatsregierung endlich den überfälligen Wasserkrafterlass verabschiedet.